Das 500-Einwohner-Dorf Bosseborn, nur 5 Kilometer entfernt von Höxter, trägt derzeit Trauer. Nach dem Bekanntwerden, dass mindestens 2 Frauen mutmaßlich durch Misshandlungen eines 46-Jährigen und seiner früheren Ehefrau starben, sind Nachbarn und Einwohner geschockt. Die Polizei hat das Haus des vermeintlichen Täters mittlerweile abgesperrt. Die Spurensicherung war auch am Mittwoch den ganzen Tag im Einsatz. Beamte nehmen jeden Zentimeter des Hauses unter die Lupe. Davor reihen sich die Einsatzwagen aneinander. Zu sehen ist nur wenig. Joachim Dietrich wohnt in Bosseborn und berichtet, wie er von den grausamen Taten erfuhr. Ich habe es eigentlich erfahren durch meine Tochter. Die wohnt in der Königstraße unten und von der habe ich es eigentlich erfahren, ne? Weil die näher dran ist. Und ja, erschütternd natürlich, ne? Klar, erschütternd. Und aber wie gesagt, es kann in jedem Ort zur gleichen Zeit überall passieren. Und aber das natürlich hier passiert, das ist schon einfach ein Schock. Man merkt auch bei den Leuten, das ist einfach eine Schocksprache. Das ist, die wollen mit keinem Kontakt haben, speziell auch hier mit Reporter und so. Ne? Das merkt man auch. Ne? Weil sie auch vielleicht auch schon welche Aussagen gemacht haben und dann muss das dann irgendwie reichen auch. Denn, ne? Das war auch teilweise zu viel für die. Nicht teilweise, es war einfach zu viel. Ne? Immer wieder kommt die Frage auf, warum niemand etwas von den Misshandlungen mitbekommen hat, die sich über Monate hingezogen haben sollen. Ich habe nur gehört von Nachbarn hier, dass die sich unheimlich abgeschottet haben, ne? Und auch selbst die engsten Nachbarn, mit denen keinen Kontakt hatten. Ne? Ja, abends bis 11, 10, 11 haben die dann noch, ja, waren noch Licht da. Ne? Aber dass ich so speziell, ich kannte die auch gar nicht, oder ne, dass ich da irgendwie mal gesehen habe, mit dem mal gesprochen habe. Das für das Wochenende geplante Schützenfest wurde mittlerweile abgesagt. Richtig so, auf jeden Fall. Man kann nicht einfach hier fröhlich sein und dann hier oben im Kopf hat man, wenn das so um sowas passiert ist, ne, da kann man nicht einfach auf normal schalten da. Ne. Das geht nicht. Ne. Sollen sie später wiederholen oder wird schon irgendwas passieren in der Richtung da. Ne. Direkt nebenan leben die Schwiegereltern von Dietrichs Tochter. Die wohnen davon weg, 10 Meter vielleicht, ne? durchs Küchenfenster. Ne? Haben sie auch schon mal gesehen, wenn sie rausgegangen sind, aber die hatten auch keinen Kontakt zu denen da. Ne? Weil der einfach so, ja, der war einfach so abweisend auch. Ne? Hatte mal einen dummen Spruch rübergebracht, auch schon mal für den. Und, ja, sind sie mal aus dem Weg gegangen jedenfalls. Ne? Klar ist, die Spurensicherung wird noch einige Tage in Bosseborn verbringen müssen, um alles genau zu überprüfen. Kisten mit möglichen Hinweisen werden das Haus verlassen, Einsatzwagen werden davor stehen. Bosseborn selbst wird noch einige Zeit brauchen, bis wieder so etwas Ähnliches wie Ruhe einkehren kann.